Ich möchte jetzt die Frage stellen, ob es neuere Tendenzen bei Wahlen in Deutschland gibt. Und dazu ist es vielleicht notwendig, sich allgemein vor Augen zu führen, wie sich Gesellschaft verändert, wie sich politische Stimmung verändert. Und da fällt einem natürlich als erstes ein das Stichwort Globalisierung, Komplexität in der Globalisierung. Was man wahrnimmt, ist, dass es eine gewisse Skepsis gibt gegenüber dem Fremden. Fremdes Wissen, also Akademikerwissen, was zunehmend komplex wird. Fremde Gestalt, fremde Religionen, fremde Sprachen, fremdes Aussehen, mit dem man zunehmend konfrontiert wird. Eine zweite Tendenz, die auch bei Wahlen eine große Rolle spielt, ist das, was wir in der Wissenschaft Hegemonie des Neoliberalismus nennen. Das heißt, der Wettbewerbsgedanke durchzieht die Bildung, durchzieht den Sport, durchzieht die Vereine in unserer Gesellschaft. Und es gibt im Prinzip keinen Ort mehr in unserer Gesellschaft, wo das nicht erkennbar ist. Eine dritte Tendenz, die ich sehe, ist eine zunehmende Sakralisierung der Politik, wie ich es nennen würde. Das heißt, es wird plötzlich Religion genutzt, wie zum Beispiel von Vereinigungen wie der Pegida, von Menschen, die vielleicht Religion gar nicht zum Inhalt ihrer Politik machen. Wir sehen auch die gegenteilige Tendenz, eine Kulturalisierung der Religion, dass man wieder eine Religionsgemeinschaft sich zugehörig fühlt, dass man das öffentlich zeigt, ich bin religiös, um so etwas wie Identität herzustellen. Wer bin ich? Wo komme ich her? Zu welcher Gruppe gehöre ich eigentlich? Und eine fünfte Tendenz, die man durchaus sehen kann, ist das, was ich einen neuen Nationalismus nennen würde. Also da, wo Globalisierungstendenzen sehr stark sichtbar sind, sucht man nach Fundamenten, sucht nach Halt. Und die einen tun es in der Religion, die anderen tun es im Nationalismus. Das führt dazu, dass es eine Zersplitterung der Parteienlandschaft gibt. Man könnte sagen, dass die Volksparteien, also CDU, CSU auf der einen Seite, SPD auf der anderen Seite, nicht mehr die Rolle spielen, die sie lange Jahrzehnte in der Bundesrepublik gespielt haben. Es gibt neue Parteien, die eben bestimmte Gruppen in der Gesellschaft ansprechen, wie die Grünen, Bündnis 90, die AfD. Was man durchaus in politikwissenschaftlichen Untersuchungen sieht, ist eine geringere Wertschätzung der Demokratie in östlichen Bundesländern. Was man insgesamt sieht, ist steigende Unzufriedenheit, eine wachsende Politikverdrossenheit, die sich nicht nur auf die Bundespolitik bezieht, sondern vor allem auch auf Europa. Traditionelle Spaltungen wie die religiös-konfessionelle, wir sprechen hier von Cleavages in der Politikwissenschaft, werden ersetzt durch neuere ökonomische, ökologische, identitätspolitische Spannungslinien. Man sieht aber auch gerade unter Akademikerinnen und Akademikern in der Bundesrepublik so etwas wie einen Postmaterialismus, also dass man eben dieser Hegemonie des Neoliberalismus die Stirn bietet und versucht, alternative Lebensweisen in den Mittelpunkt zu rücken. Und schließlich, und das ist eben durchaus eine Gefahr für die Demokratie in der Bundesrepublik, zwei in vielen Inhalten deckungsgleiche Volksparteien seit Beginn des neuen Millenniums, also auf der einen Seite CDU, CSU, auf der anderen Seite die SPD. Die Politiktheoretikerin Chantal Mouffe spricht hier davon, dass es das, was wir früher Agonismus nannten, dass es also durchaus einen Parteienstreit gab, dass das verloren gegangen ist und dass das durchaus eine Gefahr für die Demokratie darstellt.